Du willst endlich lernen, rückwärts zu tauchen? Dann ist das hier genau dein Video. Moin, Sebastian hier. Rückwärts zu tauchen ist nicht nur cool, sondern in vielen Situationen auch wahnsinnig praktisch. Leider ist der Backkick ein Flossenschlag, mit dem sich sehr viele Taucher sehr schwer tun. Deswegen erkläre ich dir auch dieses Mal, wann du den Backkick einsetzen solltest und spreche danach, wie gewohnt, über die typischen Probleme, die dieser Flossenschlag macht. Das Einsatzgebiet des Backkicks erklärt sich fast von alleine. Immer dann, wenn du rückwärts tauchen möchtest, solltest du den Backkick verwenden. Aber ich will etwas spezifischer werden. Wann genau will man eigentlich rückwärts tauchen? Eine der häufigsten Situationen ist wohl, wenn sich die einzelnen Teammitglieder zu nahe kommen. Beim Aufstieg oder bei einer Übung passiert das regelmäßig. Statt sich jetzt gegenseitig an den Fäusten abzustoßen, ist ein Backkick die viel elegantere Lösung. Wenn man seine Nase mal wieder in irgendeine Sackgasse gesteckt hat, in einer Höhle oder in einem Wrack und keinen Platz zum Wenden hat, ist es ebenfalls Zeit für einen Backkick. Außerdem ist der Backkick wie gemacht für Fotografen und Filmer, um sich präzise vor ihrem Objekt zu positionieren. Ich habe eine meiner besten Aufnahmen von einer Schildkröte dem Backkick zu verdanken. Es passiert selten genug, dass Tiere unter Wasser auf einen zuschwimmen, wenn man sie direkt vor der Linse hat. Als mir das im Herbst 2019 mit einer Schildkröte passiert ist, war ich dankbar, dass ich ein paar Meter rückwärts tauchen und das schöne Tier so während seiner Fortbewegung aus nächster Nähe von vorne filmen konnte. Aber du kannst den Backkick nicht nur zum Rückwärtstauchen einsetzen. Er eignet sich auch wunderbar als Bremse, wenn du noch Vorwärtsmomentum hast und anhalten willst. Sei es bei einer Garspende, nachdem du auf deinen Tauchpartner zugeschwommen bist oder auch beim Filmen und Fotografieren. Ich bin sicher, es gibt noch jede Menge anderer Situationen, in denen ein Backkick hilfreich ist. Das hier sind die häufigsten, die mir immer wieder begegnen. Also was sind die Einsatzgebiete des Backkicks? Die Feinjustierung der Position im Team. Das Umdrehen, wenn kein Platz zum Wenden ist. Die präzise Positionierung beim Filmen und Fotografieren. Oder ganz einfach das Abbremsen der Vorwärtsbewegung. Auch wenn der Backkick fast so aussieht wie ein Frogkick in Rückwärts, bereitet er den meisten Tauchern wesentlich mehr Probleme. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Backkick gleichzeitig der Flossenschlag ist, den die meisten gerne können würden und bei denen sich die Mehrheit der Taucher am schwersten tut. Die Gründe sind dabei sehr vielfältig. Häufig wird die Rückwärtsbewegung durch falsches Laden immer wieder kaputt gemacht. Oder beim Kick selbst wird durch eine falsche Ausführung eine Menge Potenzial verschenkt. Ich sehe auch immer wieder, dass sich entweder die Füße nach ein paar Kicks in Richtung Wasseroberfläche verabschieden oder dass der Taucher, um genau das zu verhindern, seinen Trim verlassen muss und dadurch Sediment vom Boden aufwirbelt. All diese Probleme sind mit dem richtigen Feedback allerdings relativ einfach zu lösen. Mir ist jedenfalls bisher kein Fall begegnet, bei dem jemand nach seinem Fundamentals keinen Backkick konnte. Wenn das noch nicht genug Motivation ist, um dich für den Kurs zu entscheiden, schau dir mein Video zum Fundamentals an, dann weißt du wenigstens, was du verpasst. Falls du doch noch auf den Geschmack kommst, findest du meine Kontaktdaten wie immer unten in der Videobeschreibung. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal.